Hallo und herzlich willkommen hier zu Frostpunk 2, liebe Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Frostpunk ist da. Ah, ich freue mich. Ich wollte ja eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Folge Frostpunk von dem ersten Teil auf meinem Kanal habe, aber ich habe den ersten Teil sowas von gesucht, ich glaube, irgendwie 300 Stunden oder so und habe alle Achievements, die es gibt und alles auf schwer und alles auf Max und war ein richtiger Pro in dem Game. Nee, wirklich, ich habe wirklich alles gemacht, was es gibt, weil es so geil war und das war, also das waren Achievements tatsächlich auch dabei, da bin ich fast verzweifelt, da musste man schon eine Choreografie der Buildings machen, um das irgendwie zu schaffen. Da waren echt ein paar harte Brocken dabei. Aber irgendwie habe ich es dann letztlich geschafft. Habe ich alles nicht auf meinem Kanal. Schade eigentlich. Ja, aber deswegen umso mehr freue ich mich auf Frostpunk 2. Ich glaube nicht, dass es dem ersten Teil irgendwie nachsteht. Die 11-Bit-Studios sind einfach geil. Auch This War of Mine war ein richtig, richtig geiles Spiel. Bin ich mir auch gerade nicht. Mal doch, das habe ich auf meinem Kanal. Teilweise. Auch richtig geil. Und jetzt endlich Frostpunk 2. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt in der Entwicklung war. Ich schätze aber schon 2 Jahre. Und ja, jetzt ist es endlich da. Wir können loslegen und pressen any key. Ah, geil. Aber hier. Ich habe meine Kamera jetzt mal da oben. Da. Oh Gott, da kriege ich Gänsehaut. Geil. Geil, geil, geil. Ich weiß gerade nicht, wie das Interface aussieht. Kann sein, dass ich ja nochmal verschiebe. Ich hoffe, ihr seht jetzt alles Wichtige. Und ja. Was haben wir hier? Wir haben Story und Utopia-Bilder. Das wird wahrscheinlich so eine Art Sandbox-Mode sein. Ich würde sagen, wir gehen erstmal die Story durch und gucken dann, was es dann weiterhin zum Entdecken gibt. Jetzt ist natürlich noch die Frage, ich habe es noch auf Englisch, scheint so. Ich guck mal gerade, für euch ist es ja dann wahrscheinlich besser, wenn es auf Deutsch wäre. So, dann machen wir das so, akzeptieren. Ist laut für mich. So, alles klar. Grafik und so werde ich nichts ändern, das ist wahrscheinlich alles schon auf Max. Das sieht hier alles gut aus. Das können wir einfach mal so lassen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, Story-Modus. Willkommen zu Frostpunk 2. Frostpunk 2 ist ein herausforderndes Spiel, bei dem Vorausplanung entscheidend ist und das Scheitern ist ein natürlicher Teil der Erfahrung. Wenn Sie ein Veteran des originalen Frostpunks sind, was ich bin, oder eine Herausforderung lieben, können Sie Ihr Glück auf dem Schwierigkeitsgrad Offizier oder höher versuchen. Andernfalls empfehlen wir, mit dem Bürgerschwierigkeitsgrad zu beginnen und das Spiel Schritt für Schritt zu meistern. Denken Sie daran, es geht nicht darum, wie oft wir fallen, es geht darum, wie oft wir wieder aufstehen. Ja, das war ja schon Teil 1 so. Es ist natürlich so ein bisschen Trial and Error mäßig, Frostpunk. Das ist einfach so. Und soweit ich weiß, ich habe mich nicht ganz in die Thematik reingefuchst, weil ich liebe es, das im Spiel selber zu entdecken. Daher kann ich soweit schon mal sagen, es wird nicht wie Frostpunk 1, soweit ich weiß. Man hat ein größeres Gebiet, viel mehr Leute und dann auch andere Aufgaben zu erledigen als jetzt im ersten Teil, wo es sehr micromäßig auch zuging. Hier ist vielleicht ein bisschen mehr Makro gefragt. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das alles geht und ob das alles genauso viel Spaß macht wie der erste Teil. Deswegen gehen wir jetzt auf den Prolog. Wo kann ich den Schwierigkeitsgrad... Ah, hier. Ja, Leute, also Offizier ist ja wohl das Mindeste. Ich würde fast sagen, wir spielen direkt auf Oberhaupt. Man kann das dann auch noch hier unterregeln, aber das lassen wir natürlich auch mal sein. Prolog, die Wanderer. 1887 erfror die Welt. Die Zivilisation fiel in sich zusammen. Das alte Weltreich baute Generatoren, um die Städte der Evakuierten zu unterstützen. Die letzten Städte der Erde. Wer die Strapazen überlebte, ob zusammengedrängt an einem Generator oder draußen im Frostland, veränderte sich. 30 Jahre später... sind sie alle zu ganz anderen Menschen geworden. Also, wie wir sehen, es spielt 30 Jahre nach dem ersten Teil. Was man ja eigentlich sagt, ist eine geringe Zeitspanne. Was hat sich da schon groß getan? Aber es wird sich einiges getan haben. Jetzt ist nur die Frage, mache ich wirklich Oberhaupt? Ich kenne die Mechanik halt auch noch nicht. Ne? Die ist halt auch wieder neu. Ich würde sagen, wir machen mal Offizier.
Aber ja, da kann man uns ja steigern, würde ich jetzt sagen. Oder? Ich weiß nicht. Eine harte Herausforderung, wenig Raum für Fehler lässt und sorgfältige Planung voraussetzt. Krisen müssen gemeistert werden, manchmal mehrere gleichzeitig. Ja, komm, wir machen erstmal Offizier und dann gucken wir uns das an. Ich bin gespannt, Freunde. Ich bin gespannt. Frostpunk 2. Habe ich Bock. So, wer ist er hier? Wir das? Captain. Can you hear us? Captain! Do you hear us? A generation ago, we fled the crumbling British Empire as the world froze around us. I held New London together, united, we survived 30 years of whiteouts. But the world around us is dead. To expand. After all, it's us who survived the end of the world. It's us who survived. Yes. Now what? Ich schätze mal, das waren wir im alten Spiel. Quasi der Oberhaupt, also wir von Teil 1. Die Wanderer, Prolog. Wir ziehen jetzt schon seit Jahren durch die Eiswüste. Viele von uns erinnern sich nicht an eine Welt vor dem großen Frost. Ein weiterer Schneesturm steht kurz bevor. Wieder stehen wir vor der alten Maschine. Wieder werden wir uns auf ihren Ofen verlassen, um uns im Sturm zu wärmen. In der Vergangenheit stellten wir immer sicher, dass wir genug Vorräte für den nächsten Schneesturm hatten. Aber wir sind über die Jahre immer zahlreicher geworden und die Versorgung wird immer schwieriger. Kampf gegen die Kälte. Das Wrack des alten Dreadnought liegt noch immer unter dem Schnee begraben, aber in den verstreuten Anhängern lagern weiterhin Ressourcen. Wir müssen zuerst das Eis durchbrechen, um an einen der Ölanhänger zu gelangen und dann einen Förderbezirk bauen, um ihn abzuzapfen. Dann können wir den Ofen des Dreadnought anfachen und uns mit Wärme versorgen. Wir fachen den Ofen an. Okay, allererstes Pause. So, gucken wir uns mal um. Was ist denn das hier für eine Map? Haben wir denn überhaupt schon irgendwas? Wir haben gar nichts, oder? Es ist nichts da. Komplett neue City offensichtlich. Das sind die Überreste hier. Scheint mir so. Der Dreadnought auf. Deaktiviert kein Kraftstoff. Bedarf. Überschuss.
Gesamter Produktion, 10, gesamter Bedarf, 20. Ja, die Einheiten muss man auch alles nochmal erstmal wieder reinkriegen hier. Breche Eis, also warte mal, breche Eis zu einem Ölanhänger und baue einen Förderbezirk 0 von 1. Schalte den Ofen im Dreadnought Wrack ein, um Wärme zu produzieren. Also die hängen hier wahrscheinlich irgendwo rum. Wartungswagen. Ist das das? Sind die Dinger das? Fruchtbare Erde. Bauanhänger. Hier gibt's Öl. Hier, das ist ein Ölanhänger. Hier auch. Hier auch. Ja, hier gibt's Bauteile. Da gibt's Öl. Hier gibt's, was ist das? Rohstoffmaterial einfach. Wärmedefizit, ist klar. Wir haben 3000 Leute? Wo sind die denn? Wo hängen die denn ab? Weiß man noch nicht. Arbeitskräfte 1950. 65% der Bevölkerung können arbeiten. Na, da werden wir mit Sicherheit nur das ein oder andere Gesetz erlassen, dass das ein paar mehr werden, die arbeiten können. Schrottteile plus 21 die Woche. Das sind Fertigbauteile. Null. Das hier ist Behausung. 10 sind verfügbar. Wo sind die denn? Im Dreadnought-Wrack wohnen die, okay. Und Nahrungsmittel haben wir natürlich ein Defizit von minus 60. Wir stellen noch nichts her, haben nichts auf Vorrat. Es sind minus 20 Grad, also noch recht human. Wir haben 88 Wochen, bis der Schneesturm arrived. Wie schnell das hier rumgeht, das weiß ich auch noch nicht. Das müssen wir mal gucken. Na gut, wir zoomen mal raus und dann heißt es, hier wird es auch nochmal angezeigt, sehr gut. Schöne Übersicht. Ich würde sagen, der Ölanhänger hier dürfte dann ein Förderbezirk werden, richtig? Bau, 150 Arbeitskräfte, 70 fertig, Schrott, das haben wir ja alles. Bedarf, braucht Wärme, braucht Material. Produktion, 20 Fertigbauteile, 150 mal 63 Öl. Die Art der Ressource hängt vom Vorkommen ab. Ja, ist klar. Aber wie kann ich das jetzt machen? Förderbezirk. Wähle 3 Gebiete aus. Ja, aber hier kann ich gar nicht hin, oder was? Verstehe ich das? Das nicht. Hä? Bin ich irgendwie dämlich? Ich kann nichts anklicken. Ist das, weil Pause ist? Nee. Also Wohnbezirk scheint es ja hier schon zu geben, das Blaue. Aber ich will ja einen Förderbezirk. Es funktioniert nicht, ich kann nichts anklicken. Ey, was ist denn das? Bin ich irgendwie wahnsinnig? Okay, warte mal, hier steht ja auch, drücke T, um das Tutorial zu öffnen. Ich klicke da drauf, klicke das an und mache das. Hä? Aber das ist nicht dumm. Also, ich klicke den Förderbezirk, klicke das an, aber es tut sich nichts. Hey, ist das Spiel verbuggt oder bin ich wirklich einfach zu dumm?
Was ist denn mit dem Eisbrecher? Wie geht das denn? Breche Eis zu einem Öllager und baue... Also das ist ja noch gar nicht da. Also wahrscheinlich muss ich erstmal irgendwie Eis brechen. So? Ich breche mal so viel Eis. Eisbrechen. Passiert jetzt was? Not sure. Das hat irgendwie noch nicht geklappt. Wurde doch gerade was ausgegeben, oder? Nicht sicher. Aber das geht nicht! Bin ich zu dumm? Muss ich 8 auswählen, oder was? Okay, ich muss 8 auswählen. Alles klar. Aha, jetzt kommen die Viecher. Auch das Sounddesign, hört mal. Wir haben schon Woche 3. Also das geht schon relativ schnell hier. Okay. Das dürfte jetzt fertig sein. Jetzt dürfte das ja auch gehen, oder? Förderbezirk. Zack. Das ist jetzt unser Förderbezirk, alles klar. Das heißt, das wird jetzt gebaut. Yes. Okay. Kann ich jetzt theoretisch direkt noch weiter Eis brechen, weil das werden wir wahrscheinlich eh machen müssen. Machen wir einfach direkt noch weiter hier. Wir haben die Leute, wir haben das Material. Dann haben wir hier Fertigbauteile. Müssen wir dann wahrscheinlich auch einen Bezirk umbauen. Eisbrechen scheint schneller zu gehen als bauen. So, und jetzt ist der Förderbezirk ist fertig. Vielleicht mal Pause machen. Hier ist der Förderbezirk. Anforderung 150. Arbeiter. Öl verbleiben 50.000. Das sind 119 Wochen. Gesamte Produktion 60. Gesamter Bedarf. Was ist denn das? Material und Wärme. Wie kann ich regeln? Okay, wir machen erstmal 100%. Ah,
Okay. Öl. Als die zähe schwarze Masse durch die Leitung fließt, bricht das Volk in Jubel aus. Der tote Körper dieser alten Maschine zeugt von den Strapazen, die uns bis hierher gebracht haben. Viel wichtiger ist aber, dass er uns bereits Schutz vor vielen Schneestürmen geboten hat und es wieder tun wird. Wir haben Öl, wir können den Ofen anfeuern. Melden Sie das Dreadnought-Wrack um den Ofen zu steuern, sobald er eingeschaltet ist. Wärme umwandeln, alles klar. Generator 1. Den Overdrive gibt's auch wieder. Der Ofen läuft. Wir haben genug Öl, um den aktuellen Bedarf zu decken. Die Kälte wird unseren Leuten dennoch zusetzen, bis sie Behausungen haben. Unterkünfte schützen am besten vor Kälte, wenn sie nah an anderen Unterkünften oder an einem Ofen errichtet werden. Für den Bau benötigen wir vorgefertigte Bauteile. Wir haben einige, aber den Rest müssen wir aus den Wracks bergen. Alles klar. Also, breche Eis zum Bauanhänger und baue einen Förderbezug. Einen haben wir doch hier schon. Ist das ein Bauanhänger? Ja. Dann gibt es hier direkt den Förderbezirk. Ach, das ist noch nicht fertig. Wir haben jetzt plus 40 Öl. Wird das denn auch gelagert oder ist es einfach... Müsste doch, oder? Wir sehen auf jeden Fall, hier ist auf jeden Fall jetzt überall Licht an. Oder es ist Feuer, ich weiß es nicht. ist unsere Produktion, 20 Brummel, 40 ist drüber, soweit ich das weiß. Bau zwei Wohnbezirke. War das eigentlich schon? Ich könnte das ja schon, ne? Die müssen wie groß? Die müssen 3 sein. Ja, dann nehmen wir doch die 3 schon. Das wäre jetzt... Aber die können doch auch nebeneinander sein, oder? Warte mal, wir reden jetzt mal auf Nummer sicher. Ich mache jetzt erstmal, wir machen nochmal Eis brechen. Hier um den Ding ist ein bisschen Platz. So. Achso, hier. Ich sollte natürlich die Zeit wieder anmachen. So. Was scheint nicht gelagert zu werden, ne? Also überschüssiges Öl. Aber gut, dann ist das halt so. So, jetzt haben wir alles erstmal freigeräumt hier. Das heißt, wir können hier einen neuen Förderbezirk bauen. So, und dann bauen wir einen Wohnbezirk und diesmal 6. Zack. Drumherum. Hier ist auf jeden Fall ein Haken dran. Und ein zweites Wohnbezirk bauen wir aber erst, wenn das erste fertig ist. Erstmal gucke ich mir das hier an. Ist auf jeden Fall sehr detailreich. Grafik gefällt. Wie auch schon im ersten Teil. Und überhaupt das ganze Design ist top. Die Kamera ist so in Ordnung, ne? Da ist nichts. Sie kann so bleiben, ne? Wahrscheinlich. Hier geht's runter auf minus 30 Grad. Boah, alles klar. So, das Teil ist auch fertig. Braucht. Auch Wärme und
Material und produziert dann Fertigbauteile. Ich weiß noch nicht genau, was sie mit Material meinen, ehrlich gesagt. Hier, das ist doch Materialdefizit, ne? I don't know. So, das erste Wohnviertel ist auch fertig. Anforderung 100. Ach, da arbeiten auch Leute, oder was? Gesamte Produktion 15 Häuser. Braucht 20 Wärme. Ist ja nicht, wie viele Leute da jetzt unterkommen, oder? Ist einfach nur, hier steht jetzt, wir brauchen noch 20 Häuser oder Behausungen. Das heißt auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein zweites Bezirk. Und das klatschen wir natürlich so nah wie möglich hier dran. Kann ich auch hier was auswählen? Nee. Ist das schlimm, wenn die angrenzen? Die müssen schon zusammenhängen, ne? Scheiße, ich mach das jetzt so. Okay, gut. So, Zugriff auf Nahrung schaffen. Wir haben unser Volk mit Wärme und Behausung versorgt. Jetzt müssen wir uns auf den nahenden Sturm konzentrieren. Zuerst müssen wir Eisbrechen, um an die kleinen Flecken fruchtbaren Bodens zu gelangen, auf denen wir Nahrung anbauen können. Dann müssen wir die Nahrung in leicht zugänglichen Depots einlagern. Alles klar. Also, was ist hier los? Baut das Lager dicht an dicht, so fangen wir die Wärme besser ein. Ja, ja. So, wo ist denn fruchtbarer Boden? Hier unten, hier oben und auf der anderen Seite. Fruchtbare Erde. Ich würde sagen, geh mal halt hier runter, ne? Oder? Das ist ja wahrscheinlich jetzt erstmal am kürzesten. Achso, da komme ich noch nicht hin, alles klar. Aber ehe wir jetzt nichts tun, würde ich sagen. Ach doch, wir kommen hier rüber. Ich bin ja doof. Egal, dann machen wir das hier auch noch. So. Was? 18 sind krank gemeldet. Hier wächst aber. Hier, das habe ich nicht so ganz verstanden. Eigentlich brauche ich noch einen Wohnbezirk, oder nicht? Guck mal, wenn die umgeben sind von zwei, dann hast du hier sogar zwei Flammen. Aber diese Anzeige hier verstehe ich noch nicht. Plus 20 Wärme.
Bezirk. Kann ja nicht schaden, oder? Weil eigentlich müsste es dann 0 sein, oder? Hat der Generator gemacht. Wir werden sehen. Vielleicht war das jetzt auch ein Fehler. Aber das werden wir ja sehen. So, Nahrungsmittelbezirk. Zack, zack, zack. Würde ich sagen, hier enden wir mal mit der ersten Folge und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Ich sag tschüss, macht's gut, euer Brilli.